Fun, hier ist euer Abraham zurück in Assassin's Creed Valhalla. Und wir sind hier weit gereist, wir sind nämlich in Valhalla und wir sind schon im Kapitel 2 vom Das Schicksal des Erhabenen. Und ein Baumeister verspricht Schutz vor Asgards Feinden im Tausch gegen Wasser aus der Schicksalsquelle und ich bin gerade auf dem Weg dorthin. Wölfe, ich werde jeden Einzelnen erschlagen. Keine Weissagung soll mich fesseln. Diesen Part finde ich ganz nett, denn jetzt kommen wir zu Lichtstrahlrätsel. Es ist mal etwas anderes, kennen wir auch schon teilweise aus Tomb Raider und anderen Spielen, die solche Elemente anbieten. Hier jetzt auch, also ran. Der Sonnenstein wurde bewegt. Der Lichtpfad hat sich verschoben. Diese Höhlen reichen tief. Niethoek und seine Schlangen waren fleißig. Harvey, Loki sagte, du wärst hier. Er erzählte mir von der Bitte des Baumeisters. Sein Angebot besorgt mich sehr. Warum wurde der Durchgang geschlossen? Ist jemand kürzlich hier gewesen? Hörst du mich, Harvey? Dieser Baumeister ist uns völlig fremd. Wir kennen seine Absichten nicht. Ich bin der König Asgards Tür. Zweifle nicht an meiner Absicht, es zu schützen. Beruhig dich doch. Was bedrückt dich? Die Nornir sagten, ich würde bei der Ragnarök sterben. Sie beschrieben mir mein Dahinscheiden.
Fast alle von uns werden in der letzten Schlacht fallen, das wissen wir. Doch wird es ein guter Tod sein. Und wir werden in glorreichen Geschichten weiterleben. In den kommenden Tagen brauche ich deine Stärke. Um mich zu erden, um mich zu fordern, um mich vom Abgrund zurückzuziehen, wenn ich taumle. Das werde ich, solange mich ein Atem erfüllt. Und so muss ich dich warnen. Wandle mit Vorsicht an diesem Ort. Was hier geschieht, kann in allen neuen Welten Wellen schlagen. Und hier haben wir ein etwas größeres Rätsel. Da muss ich mir noch einmal überlegen, wie ich das Ganze für euch darstellen kann. Ich versuche es dann aber mal in einer Zusammenfassung, weil das ich doch, also ich habe etwas länger dafür gebraucht. Ich nehme es als Herausforderung. In meiner Erinnerung war es hier heller. Diese Sonnensteine sollen das Licht lenken, aber der Pfad wurde verändert. Was, wenn ein Eindringling versucht hat, den Schutz der Quelle zu schwächen? Ob wir eingreifen sollten? Die Vollkommenheit dieses heiligen Ortes muss bewahrt werden. Doch ob wir ein Fluch oder ein Segen sind, das bleibt abzuwarten. Es gibt zwei Ziele für das Licht, aber nur ein Strahl. Wie teilen zwei Gehöfte eine Wasserquelle? Indem sie den Fluss teilen.
Du hast das schon mal gemacht, Harvey. Ein oder zweimal. Das Licht trifft auf sein Ziel. Der Stein wird beleuchtet. Ich bezweifle, dass die Nornier unseren Besuch gutheißen. Die Neugierigen sind hier nicht willkommen. Wir werden längst fort sein, bevor sie uns bemerken. Die Quelle steht uns offen. Ich gehe vor. Unvorsichtiger Welpe, du solltest nicht hier sein. Wo bist du? Ich kann keinem Wolf trauen, der lebt. Harvey, nein! Geh aus dem Weg, Tyr! Ich dulde keine Wölfe in Asgard. Dies ist ein heiliger Ort. Töten ist hier verboten. Das weißt du, Harvey. Thank you.
Bist du von Sinnen? Du verhältst dich, als wärst du vom Geist eines anderen besessen. Die Nornir warnten mich. Ein Wolf wird bei Ragnarök mein Ende sein. Willst du jeden Wolf in den Neuen Reichen erschlagen, um diesem Schicksal zu entgehen? Lächerlich. Nimm dieses Tier und sperr es ein. Dasselbe täte ich mit jedem Wolf und Hund in Asgard, wenn ich könnte. Um deine Sorgen zu zerstreuen, erfülle ich deinen Wunsch. Der anstehende Krieg bedarf deiner vollen Aufmerksamkeit. Ich danke dir, Mutgeber, für deine ruhige Hand. Wer so tief hinabsteigt, kommt nie mehr nach oben. Dann bleibt uns nur der Weg nach unten. Nach diesem Rätsel ist diese Mission abgeschlossen und ich muss nur noch die Höhle verlassen. Loki? Jetzt fehlt nur noch ein kleines Gespräch mit Loki. Du hast die Quelle betreten, nicht wahr? Hast du gefunden, was du gesucht hast? Ich habe ein Gefäß mit heiligem Wasser, ja. Bereitet der Baumeister seine Vorführung vor? Wie sah die Quelle aus? Friedlich? Ruhig? Still? Worauf willst du hinaus, Loki? Was meinst du? Ich bin nur neugierig. Die Quelle ist ein wundersamer Ort, den ich gern selbst einmal sehen würde. Ein Wolfsjunges war bei uns, das unerlaubt heiligen Boden betreten hatte. Tyr kümmerte sich darum. Er kümmerte sich? Ist er tot? Der Wolf lebt, doch Tyr wird das Tier in seiner Halle einsperren. Kein Wolf in Asgard soll frei sein. Ach ja, gut. Eine weise Entscheidung, Harvey. Ich wollte ihn töten, doch Tyr hielt mich ab. Tyr ist vernünftig und er fährt gut damit. Du solltest öfter auf ihn hören. Und nun sage mir, wo ist der Baumeister? Unweit von hier auf einer Wiese. Dein Rabe findet den Weg. Und damit ist auch die
Quest weit gereist abgeschlossen. Wir starten die neue Quest Abwehrmaßnahmen und wir sehen uns dann an der passenden Stelle wieder. Ich wünsche euch weiterhin viel Spaß mit diesem Kanal, mit den Videos zu Assassin's Creed. Bis demnächst, ciao, ciao, und denkt dran, ein nettes Abo, darüber würde ich mich immer freuen. Tschüss.